Trennung auf Bestellung, so heißt die neueste Produktion des kleinen Grazer Theaters Lechthaler Belitsch. Das Beziehungsleben in all seinen Facetten wird da schonungslos auf der Bühne seziert. Ein Riesenspaß für das Publikum, immerhin lässt sich über die Beziehungen anderer immer leicht lachen. Ganz einfach, weil es heute noch genauso schwer ist, wie seit eh und je die berühmten drei Worte auszusprechen. Nein, nein, nicht ich liebe dich. Es ist vorbei. Ein Schlussmacher ist einer, der die Trennungsbotschaft überbringt. Doch was passiert, wenn er dabei an seine Ex-Freundin gerät? Die emanzipierte Frau, die die Freiheit liebt und Angst vor Bindungen hat, was ganz großes Thema in dieser Geschichte. Deswegen ist sie einfach weg, wenn es eng wird. Kompliziert wird es dann, wenn der Auftraggeber dann plötzlich doch nicht Schluss machen will und seine Liebe neu entflammt. Es ist sehr modern. Der Tristan Betischerat, der das Stück geschrieben hat, ist ein sehr junger Autor, ein Französischer, der in Paris sehr große Erfolge mit dem Stück feiert. Und es kommt nicht von ungefähr, dass das so ankommt beim Publikum, weil die Menschen einfach es ihr Leben sehen, sagen wir so. In einer Beziehung sagt man sich niemals alles. Das hält ja niemand aus. Ein wildes Dreieckspiel der Liebe ist das Stück Trennung auf Bestellung, das die Gefühlsschwankungen der Figuren dem Publikum wie in einem Ringelspiel präsentiert. So wie es halt im Leben auch ist, man kann vor der Liebe nicht wirklich fliehen, auch wenn der Verstand oft sagt, nein, geht nicht, aber das Herz und auf das soll man hören. Und hier in diesem Stück ist es genauso. Man soll bei der Wahrheit bleiben, das ist immer das Beste. Zunächst einmal, Pauline, vergiss nicht, dass ich dich liebe. Das ist gut, dass du ihr das vorher sagst, weil danach wird sie es dir nicht mehr glauben. Was menschlich ist, was allzu menschlich ist, aber was vielleicht auch ein bisschen tiefer geht, was wehtun kann, das steckt alles in dem Stück eigentlich drinnen. Trennung auf Bestellung eignet sich wunderbar, das Beziehungsleben zu hinterfragen und mit Humor die rettenden Antworten schuldig zu bleiben.